Willkommen zurück. Okay, ich habe herausgefunden, was wir fürs Easter Egg machen müssen auf jeden Fall. Ich habe die Liste hier oben. Und okay, es könnte sein, dass es nicht funktioniert, weil ich brauche für den nächsten Schritt die Monkey Bomb. Und man soll den Schritt anscheinend machen, bevor man Window... Alles klar, erstmal Aim komplett weg. Widow's Wine kauft, was dummerweise schon der Fall war, weil ich habe Widow's Wine. Okay, das ist jetzt nicht der zweite, sondern der dritte Step. Der zweite Step war nämlich, dass ich den Affen in der Box messe, was tatsächlich einfach nur Zufall war, weil ich den gesehen habe. Und ich dachte mir so, oh cool, will ich auch haben. Ich will auch einen Affen in der Box. Aber gut. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich auf Kistenlack beharren werde, was gerade ziemlich lucky ist, da ich Firefail habe, genau, Firefail heißt das sofort. Oh fuck! So. Immer schön. Heilige Scheiße, was geht denn bei euch ab? Immer easy, immer, ne? Nicht in Panik geraten. Puki, puki, puki. Komm schon, Monkey! Teddybär. Es ist immer ein Tier gewesen, also. Okay, wo ist der Unterschied? Ich habe sowieso dauerhaft Insta-Kill an. Mit der Waffe, also. Schwören könnte ich jetzt hier einen Spawn gehört. Okay, dann war der da eben. What the? Entweder war das ein harter Collateral oder das war einfach nur ein Soundbug of Doom. Mit beides gebe ich mich stark zufrieden. Hi Leute! Ich hoffe echt, dass es noch klappt mit den Granaten. Weil wenn nicht, ja gut, dann werde ich wahrscheinlich das immer noch hochladen, aber trotzdem wird dann der nächste Versuch ohne Widow's Wine erstmal gestartet. Nicht, dass ich am Ende irgendwas wieder machen muss und Widow's Wine versaut mir alles. Also so viel versuchen zu erkunden und zu herauszufinden wie möglich, würde ich es mal sagen. Wenn das nicht so hart daneben war wie King Louis in Amsterdam, der keine Ahnung will, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, Spiel sagt, hab getroffen, also ja, jetzt weiß ich, warum ich in den meisten Spielen nicht treffe, wenn ich genau auf Kopf drauf bin. Gibt es hier noch eine? Irgendwo in der Nähe? Ich habe jetzt keine Lust, diese Waffe aufzuheben, nur damit ich etwas tun kann. Aber man soll die Affen genau hier draufschmeißen. Was irgendwie witzigerweise tatsächlich mein Plan war, wenn ich was habe. Ach, nice. Komm, Affe. Still alive. Ich habe versucht, ihn zu töten. Wo muss ich denn jetzt? Ich hätte immer noch freuen, wenn Black Ops 4 irgendwie Custom-Modus kriegen würde. Ich meine, es ist nicht unbedingt vom Spielerlebnis, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist nicht unbedingt der beste Zombie-Modus, weil der recht leicht ist auf jeden Fall. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Zombie-Modus. Das kann man nicht. Was ist das? Wem soll ich damit töten? Hey, das sind Zombies, keine Luftballons. Naja, auch wenn ich nicht weiß, ob der dann ein Luftballon ist oder ein Zombie. Aber gut, ich will jetzt mal nicht so sein, ne? Ist das denn eine Louis? Bist du Louis? Ne, eine Breda.
Komm mal hier ab durch den Park, meine Zombie-Dame. Ja. Bin leider etwas weit weg von dem Punkt, wo ich sein wollte. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich würde es gerne zurückgeben. Spiel möchte mich trollen, ich merke schon. Max Ammo. Ne? Luck ist hier nicht im Club. Es soll wohl aber auch für die Quest hier wie heißt es nochmal? Für die Affen, ne? Für die Quest natürlich. Für die Affen soll es auch ein Sidequest quasi geben, aber ich habe keine Ahnung, was die sein könnte, weil es könnte von schieße drei Affen von einem Haus, die irgendwo auf der Map versteckt sind, was schon wieder übelst Mobbing wäre, bis zu putze drei Zombies die Zähne mit einer MP, alles sein halt. War gut, ne? Ihr wollt mich nicht mehr in PUBG haben, wenn es um Granatenschmeißen geht. Definitiv nicht. Es könnte halt überall hier auch ein scheiß Affe auf den Strommasten sein. Und ich würde es halt vielleicht noch sehen, aber trotzdem alles absuchen für. Weiß ich, wenn hier drei Affen überall wären, dann mehr als genug Arbeit, um es nicht zu finden, auf jeden Fall, würde ich sagen. Das sollte sich ein betender Zombie mal wieder. Ich glaube, das wird hier, wenn, dann könnte man hier eine gute High Round starten drauf auf der Map, definitiv. Der wilde Walter. Wenn das da ist, dann wird es wahrscheinlich hinten dran sein. Ich wüsste aber trotzdem gerne, was genau oder wie genau man den Affen kriegen kann als Quest, weil würde einiges an Arbeit definitiv ersparen. Was ist denn das? Delis. Eine Erbsenkanone? Ernsthaft? Eine Erbsenkanone? Immer ein One-Shot, immer ein One-Shot. Der denkt sich so, was ist das bloß? Auf einmal ist das wirklich so eine komische Erbsenkanone. Ich habe auch nicht gedacht, dass der mit einem Schuss down geht sofort, aber gut. Unfälle passieren. Deswegen, Leute, immer einen Helm aufsetzen. Übrigens, es gibt noch mehr Maps von dem Map-Ersteller. Ich werde die wahrscheinlich alle spielen, wenn es geht. Wenn alle auch ein Easter Egg haben, dann juhu. Dann wird spaßig. Übrigens, witzigerweise ist das sogar die erste Map laut chronologischer Reihenfolge. Ich
Find's witzig. Die vom Upload her, aber von also vom Storytelling wäre es die erste Map wahrscheinlich. Wäre es die erste Map wohl. Komm, ich habe mehr als genug Zombies. Aua. Stimmt, konnte man die hier nicht mit so einem komischen Widow's Wine Messer anfingern? Minigun. Piu, 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 piu. Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht geschossen habe in dem Moment. Ich dachte mir so, der ist niedlich, der will nur knuddeln. So wie die Kugel in seinem Gesicht. Oder sein. Carpenter. Ha, entweder kriege ich die Monkey Bombe raus und ich versuch's weiter. Oder ich werde sterben und ich versuch's weiter. Aber dann in einer neuen Runde definitiv. Ich muss aber kurz was machen. Dafür schon mal entschuldige. Okay, besser. So. Warum treffe ich denn immer? Oh. Das ist eine Original-Erbsenkanone. Und Fegge 42. Ein Teddybären. Bestimmt nicht mit der Waffe rumrennen. Ja, ist ja gut. Ich bin schön, hört auf mich anzutatschen, bitte, danke. Ja, das war mir klar. Okay, jetzt wird's bremslich an der Stelle. Wieso? Wieso tut hier jemand am Ohr weh? Das ist böse. Das tun nur ganz, ganz böse Menschen. Nee. Nee. Hey, ein bisschen Geld machen darf man doch, oder? Oder? Ich muss doch schon teilen. Warum denn immer noch nicht? Hab ich überhaupt noch ein Schild? Ich habe kein Schild mehr. Ohne Schild ist auch belastet. Ja, die Waffe brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Relativ gut killt sie noch. Aber wir alle wissen, ich habe was Besseres verdient. Außer wieder der kleine Jimmy in der Ecke, der sagt so, nee, du hast nichts Besseres verdient, du bist scheiße. Ja, wir wissen alle, Jimmy, dass du so denkst. Tatsächlich noch versuchen, irgendwie die Monkeys zu bekommen, glaube ich, und dann gegebenenfalls aufgeben, weil ich glaube, der nächste Schritt ist nicht zu machen. Außer er hat ihn gefixt, was dann natürlich super great wäre, aber hab ich so ein Glück? Hab ich so ein Glück? Ich denke nicht. Glück ist für coole Leute, nicht für mich. Come back later. Okay. Immer wird man rausgeschmissen, nur weil man etwas haben will. Hm. Wieder zu viel verlangt hier, oder? Ist das wieder am Start? Jo, müsste, oder? Müsste wieder am Start sein. Der Start ist... Ah, hier vorne. Okay, fast am Start. Fast. Okay, PC. Aufhören. Pfui.
M1 Grand. Nee, was steht da? M1 Ranz. Achso, ja, gut. Erkennst du nicht die M1 Ranz? Also wenn das keine Erbsenkanone ist, weiß ich auch nicht. Nochmal das Fackel 42. Die Typ 38. Zu lang zum Scopen für mich. Ah, mit der schieße ich besser nicht. Nochmal Fackel 42. Wir werden die Waffe nicht mehr los, Leute. Eine Breda Modell 30. Ganz ehrlich, ich liebe das Waffenmodell, aber das ist eine Erbsenkanone mal wieder. Vorher hatten wir ja auch so ein übelst aussehendes Teil und das war dann auch nur so. Jetzt bin ich down. Das heißt, ein Magazin, ein Zombie? Nicht geil. Ab wo gepuncht? Gepäck gepunished wäre es vielleicht ganz nice. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's runterkommen sehen. Ich hab's runterkommen sehen. What? Na, Luis! Luis! Au, au, au. Hab ich da echt eine Railgun gesehen? Railgun. Ich würde gerne eine haben. Wäre auch nice. PC hat wieder Schluck auf, wenn man eine Railgun benutzt. Man kennt's. Ich mag's nicht, wenn mein Computer Schluck auf hat. Das ist dann seltsam. Ich kann alles spielen. Außer Black Ops 3 irgendwie. Dann kriegt man. Dann denkt sich mein PC so, nee, ich hab Schluck auf, jetzt geht nicht. Der Typ 100? Mein Gott, mit 100 Typen war sie im Bett, ey. Wow, okay, hört sich. Übel an, macht aber wahrscheinlich keinen Schaden. Spiel, das machst du jetzt mit Absicht, ne? Oh. Das hat man gerade schon, das war so. Hallo? Schluck auf? Ja, Schluck auf. Komm schnell. Ich hab kein Glück, Leute. Ich hab kein Glück. Ja gut, andere würden sich freuen darüber, was ich rausgezogen habe. Ich bin aber nicht andere, ich bin ich und ich mecker lieber. Oh, warte. Die Waffe ist schon praktisch, muss man halt sagen. Au. Aber für meine Sinne nicht unbedingt jetzt. Und Zombies von sich wegzubringen, definitiv. Ach so, das ist sogar da, wo ich trainen werde. Oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht dann. Ich weiß nicht, mich stört irgendwie denn dieses Neblige auf der Map, als ob das überbelichtet wäre halt. Das ist eine Shotgun natürlich. Au. Ich sollte doch aufhören, mich anzufassen. Sieh, ich krieg sonst hier die Probleme nicht, ihr. Out of my way, bitch. Oh.
Geld machen habe ich die Waffe hier noch. Macht's auch ganz gut mit Geld machen. Oh, ein Fire Sale. Na, generell werden Monkeys gerade nicht schlecht. Instable. Widow's Wayne gewesen sein. Komm doch, komm! Trollst mich doch gerade. Max Ammo. Wo bist du? Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Da hinten. Kann auch sein, dass ich jetzt bei Runde 30 aufhöre, weil lohnt sich dann halt nicht mehr. Wäre halt wirklich. Ja, ich bin jetzt auch auf deiner Truhe nur. Ist halt doch ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, wie man die automatisch kriegt. Und schlimmer wäre es noch, wenn man sie dann bekommt. Was? Was? Oh fuck. Ja, probieren wir noch mal ein paar Waffen durch. So, nochmal und nochmal und da und so, ne? Das ist jetzt gerade doch ein bisschen. Ja, gut, das wird nix, das wird nix. Ah, schade. Ja gut, ich weiß jetzt, was ich brauche fürs nächste Mal und bis dann. Ich hoffe, es wird besser dann.